Böse Zungen könnten sagen, die Amerikaner wiederholen jetzt die Erfahrung, die die Deutschen schon gemacht haben. Denn Autos, Industrie und China, alles, was mit diesem Themenkomplex zu tun hat, das berichtet in der US-Berichtssaison sehr, sehr schwach. Siehe Ford, siehe 3M heute, siehe Caterpillar gestern etc. Und genau das ist das Muster, das jetzt eben erkennbar ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Zölle ist das eine Thema, die Senkung des Ausblicks ist das andere Thema, Abschwächung, das ist das Grundthema eben dieser Industriewerte, Autowerte. Ausnahme heute Daimler in Deutschland, da hat man vielleicht schon das Schlimmste überstanden. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum der DAX so gut läuft, während die US-Märkte derzeit eher stagnieren. Das ist sozusagen jetzt das große Thema, nachdem auch einige Tech-Werte in den USA enttäuscht hatten, wie gestern Xilinx zum Beispiel, wie heute Twitter. Eine Ausnahme Tesla, aber Tesla ist natürlich ein Bilanzwunder. Wie schafft es ein Unternehmen, gleichzeitig den Gewinn pro Aktie zu steigen, wenn die Marge deutlich nach unten geht, wie die Zahlen gezeigt haben, gleichzeitig die Umsätze nach unten gehen und gleichzeitig die Investitionen zurückgefahren werden? Das ist ein Bilanzwunder, das sicherlich noch der Aufklärung bedarf. Da kann man ja viel schön und hin und her schieben. In Sachen Zahlen, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Deswegen sollte man auch diesen Anstieg der Tesla-Aktie nach meiner Auffassung ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Aber wir haben heute auch wieder sehr schwache Zahlen in Sachen US-Konjunktur gesehen. Hier sehen wir die Capital Goods, Core Capital Goods, also die Kernrate bei den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter. Und wir sehen, es ist negativ geworden. Es gibt hier einen relativ klaren Abwärtstrend. Wir hatten auch schwache Daten zu den US-Neubauverkäufen im Immobiliensektor und das, obwohl zuletzt ja doch die sogenannten Mortgage Rates gefallen sind, also praktisch die Zinsen für Immobilienkredite deutlich nach unten gekommen sind. Und Sven Henrik sagt, das bringt es hier vielleicht auf den Punkt, was abkühlt ist oder was sich verlangsamt, sind Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, Durable Goods, also die langlebigen Wirtschaftsgüter, die Aufträge, Home Sales. Und das Einzige, was Expanding ist, das Einzige, was wirklich expandiert, das ist die Repo-Aktionen der Fed, das sind die Asset Purchases, also praktisch die Buybacks der Unternehmen und Rate Cuts, also praktisch Zinssenkungen. Und die Frage ist, wer setzt sich jetzt durch? Die Bullen, die eben auf das lockere Geld durch die Fed setzen, oder diejenigen, die sagen, das kann auf Dauer nicht gut gehen, solche Dinger hier. Wir haben jetzt eine deutliche Eintrübung eben auch der Berichtssaison in den USA. Klar, es gibt immer wieder Unternehmen, die sehr gut berichten, das ist gar keine Frage. Aber es häuft sich doch jetzt die Zahl derjenigen, die sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartung deutlich verfehlen. Dementsprechend tobt hier ein kleiner Kampf. Wir haben ansonsten natürlich mal wieder The Donald, der sich geäußert hat, der gesagt hat, naja, die Fed, die ist ja ganz schlimm, das ist nicht das, was ich zeigen wollte, sondern das hier. Die Fed ist so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht sieht, dass die Welt sozusagen sich den Stimulus in die Adern spritzt gewissermaßen, und die Fed hat es nach wie vor nicht verstanden, unsere Mitbewerber, unsere Konkurrenten, wie Donald Trump hier sagt, wie Deutschland, die haben sogar die Chance, Geld zu bekommen, wenn sie Schulden machen. Das ist natürlich ein feuchter Traum von Donald Trump. Gleichwohl die Daten in Deutschland weiterhin extrem schlecht. Wir haben heute den Market PMI bekommen, also die Einkaufsmanager-Indizes für Industrie und Dienstleistungen. Beides schwächer als erwartet. Vor allem zeigt sich jetzt, dass eben auch der Konsum sich abschwächt, also der Dienstleistungssektor, der sich abschwächt. Wir haben die Exportneuaufträge sanken den 14. Monat in Folge, das muss man sich mal vorstellen. Die Beschäftigung nahm erstmals seit 6 Jahren wieder insgesamt leicht ab. Wir sehen also, dass sozusagen jetzt hier schon eine Art Frühindikation für das, was dann am Arbeitsmarkt kommen wird. Der Arbeitsmarkt selbst ist ein nachlaufender Indikator. Die Unternehmen halten lange Arbeitskräfte. Erst wenn sie sagen, Mensch, da ist gar keine Hoffnung, dann wird es schwierig. Man spricht hier vom Seitenmarkets, dass die Daten erhebt von der Talfahrt der deutschen Wirtschaft, die sich auch im Oktober fortsetzt. Kein Lichtblick, und genau dieser Lichtblick ist aber vor allem beim DAX schon eingepreist. Vielleicht, weil man eben sagt, naja, wir haben das Tal schon überschritten, während die Amerikaner jetzt erstmal überhaupt erkennen müssen, dass sie nicht auf einem anderen Planeten leben. Apropos Planet, heute hat sich Mr. Pence, der Vizepräsident, geäußert in einer China-Rede. Da wurden so ein paar Headlines dann vorab schon veröffentlicht, klang alles jetzt nicht so schlimm, war auch zu erwarten, dass er da nicht so richtig
auf die Kacke haut, auf Deutsch gesagt, nachdem ja heute China gesagt hat, wir kaufen viel mehr von US-Landwirtschaftsprodukten und alles jetzt sich wunderbar lieb hat. Aber es war dann doch in Untertönen ziemlich scharf, was er da gegen China geschossen hat. Bin gespannt, wie Peking darauf reagiert. Die Aktienmärkte dann doch ein bisschen weniger euphorisch gewesen im Verlauf der Rede von Pence. Wir hatten dann ansonsten noch Mario Draghi, der heute seinen Abschied gegeben hat, der zum Beispiel gesagt hat, ja, negative Zinsen haben überwiegend positive Effekte. Ja, richtig positiv, kann man gar nicht anders sagen. Eine Enteignung, eine lang sozusagen schleichende Enteignung, das ist der positive Effekt. Das ist schon ein harter Tobak jetzt nochmal zu seiner Abschiedsvorstellung. Insgesamt wirkte er ziemlich gelöst, aber er hat eben maßgebliche Ziele nicht erreichen können. Hier zum Beispiel die Inflationserwartungen unter Draghi und unter Trichet deutlich schlechter bei Trichet. Bei Draghi ist natürlich klar, ist eine andere Zeit gewesen, aber wir haben hier Trichet eben auch in der großen Finanzkrise. Da waren die Inflationserwartungen noch deutlich höher, als sie derzeit eben der Fall ist. Schauen wir uns die Dinge an, die noch relevant sind. Wir haben vor allem in Sachen Brexit jetzt eine neue Entwicklung, das wollte ich nicht zeigen. Da ist es. Es sieht nämlich so aus, als würde Boris Johnson versuchen, am Montag durch das Parlament den Beschluss zu kriegen, dass es Neuwahlen gibt, und zwar am 12. Dezember. Der würde dann praktisch das Parlament auflösen. Aber das Problem ist, er braucht eine Zweidrittelmehrheit, nämlich 66%. Die muss er haben. Wird Labour jetzt da zustimmen? Die liegen derzeit in den Umfragen so bei 25%. Die können sich also von Neuwahlen nicht so wahnsinnig viel versprechen. Das bedeutet, das ganze Brexit-Hickhack geht weiter. Und interessant ist, dass der DAX bei jeder Headline, die irgendwie Brexit einigermaßen positiv ist, sofort nach oben springt. Aber wenn so etwas kommt, das britische Pfund zum Beispiel, geht deutlich in die Knie, ist heute der tiefste Stand im Oktober des Pounds. Aber der DAX, der tut so, als würde ihn das alles nicht wirklich interessieren. Wir interessieren uns für die Charts und wollen mal gucken, was da der Fall ist. Die Charts wieder von Capital.com, 3006 aktuell. Der S&P 500, das ist ein größerer Chart, da sieht man die Schwünge nicht so sehr. Wir haben heute auch wieder relativ dünne Umsätze, gestern wieder eine Katastrophe in Sachen Umsätze, was da passiert ist. Der Dow Jones heute schwächer, eben wegen Unternehmen wie 3M, die doch sehr, sehr schwer enttäuscht haben. Aktuell 26.775. Was gut läuft, ist Tech einigermaßen in Vorfreude auf Amazon-Zahlen. Heute Intel kommt nachbörslich, heute wie gesagt Twitter. Dick abgestraft, 20% ging es da nach unten für die Twitterer. Jedenfalls die Zahlen bei Finanzmarktwelt ab 22 Uhr. Schauen Sie da rein. Amazon wird vor allem wichtig, weil sehr, sehr marktschwer, aber Intel eben dann auch für den gesamten Tech-Sektor von symbolischer Kraft. Schauen wir uns noch mal den DAX an. Was macht der aus der ganzen Chose? Da sehen wir, dass wir aktuell bei, wenn er denn kommt, da ist er. Bei 12.853 stehen. Wir waren heute schon über der 12.900er Marke, Jahreshoch. Das, nachdem die Zahlen aus Frankreich sehr gut waren, die vor den deutschen Zahlen veröffentlicht wurden. Frankreich hält die gesamte Eurozone noch mit nach oben. So ist es eben derzeit ungewöhnlich, aber es ist der Fall. Frankreich ist ja sehr dienstleistungsorientiert, ist ja so ziemlich alles Staat, was nicht auf dem Baum ist, ist staatlich. Dementsprechend ist es eben so, dass da diese Abhängigkeit von der Autoindustrie, von Industrie insgesamt in Frankreich eben etwas schwächer ist. Schauen wir uns den Euro an, der ist aktuell bei 1,1105, macht also einen Rücksetzer. Wir haben das Gold, das jetzt möglicherweise nach oben ausbricht, das hat sich so ein bisschen angekündigt, 1502, und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das seinen langsamen Anstieg fortsetzen kann, $56.38. Also die konjunkturelle Situation trübt sich ein in den USA, vor allem die Unternehmen aus Industrie, Auto, China-Sektor, die irgendwie mit China zu tun haben, die berichten sehr, sehr schwach. Jetzt muss heute Amazon liefern, muss Intel liefern, und dann ist zumindest die Tech-Welt wieder in Ordnung. Aber es ist doch ein sehr gemischtes Bild. Die Hurra-Meldungen sind auch in den USA relativ gedämpft, sonst heißt es ja immer 80% haben die Erwartungen übertroffen, das liest man derzeit nicht. Da hört man seltsamerweise gar nichts dazu. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Brexit, all das sind natürlich völlig offene Themen, die jetzt noch zur Entscheidung anstehen. Es bleibt spannend, auch wenn die Umsätze dünn sind. Es ist derzeit irgendwie so ein bisschen tot, auch hat man das Gefühl.
Warum auch immer das der Fall ist, ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao. Vergessen Sie nicht, am morgigen Freitag, da kommt Maja Rütting, der entscheidendes, wegweisendes, unglaublich explosionsintensives über Mario Draghi zu sagen hat. Da muss wahrscheinlich die Geschichte der EZB dann neu geschrieben werden. Morgen Abend wird Ihnen Maja Rütting erklären, warum das so ist. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.